So, hallo, guten Abend, herzlich willkommen im Deutschen Filmmuseum. Jetzt nähert sich langsam die Reihe Geliebten verdrängt den letzten Filmen, den letzten Abenden entgegen und heute nochmal ein ganz besonderer Film von Helmut Keutner, der damals ziemlich umstritten war. Da werden wir gleich jetzt auch etwas mehr darüber erfahren. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder jemanden hier haben, die Filmkritikerin Caroline Weidner, die zum Katalog der zur Reihe erschienen ist, geliebt und verdrängt und oben im Museumsshop erhältlich ist und jetzt eine kleine Einführung zum Film erhalten wird. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin aus Berlin gekommen und muss nachher schnell wieder zurück. Aber genau, vorher noch ein wenig zum Film, den wir gleich sehen werden. Wieso ausgerechnet Venedig? Warum habe ich ihn geheiratet? Was tue ich eigentlich auf einer Insel? Auf einer Insel kommt man nicht weit. Eine Insel ist etwas Abgeschlossenes. Unermüdlich arbeitet der innere Monolog Franziska Lukas, gespielt von Ruth Leuwerig. Ihr ist bang, gleichwohl empfindet sie ein Gefühl von Erhabenheit, Schönheit. Franziska Lukas ist eine Frau, die ihr altes Leben hinter sich gelassen hat, die auf der Flucht ist, in Schwierigkeiten, verfolgt, bedroht. Eine, die denkt, es gibt wohl nur zwei Möglichkeiten zu leben. Ein Leben in der Menge oder ganz allein. Internationale Filmfestspiele Berlin, Sommer 1962. Helmut Keutners Die Rote ist einziger deutscher Wettbewerbsbeitrag. Die Suchbewegung der Franziska Lukas, die Hals über Kopf ihren Ehemann Herbert, gespielt von Harry Mayen, im Mailänder Café Biffy verlässt und kurz darauf den nächsten Zug nach Venedig nimmt, fällt in der Kritik glatt durch. Das Hamburger Abendblatt urteilt über den Film eine ganz und gar verquollene Geschichte. Und Kritiker Friedrich Luft findet Dialoge, die im Buch noch lesbar und verdaubar sind, die aber von der Leinwand kommend Schmerzen an der Ästhetik bereiten und unfreiwillig komisch wirken. Dabei hatte sich Die Rote als eine vielversprechende Kooperation ausgenommen. Helmut Keutner, seit den späten 30er Jahren Bestandteil der deutschen Kinolandschaft, Regisseur unter anderem von Unter den Brücken, In jenen Tagen und Himmel ohne Sterne, und der Schriftsteller Alfred Anders, aus dessen Feder der Roman Die Rote stammt, 2 Jahre vor Keutners Verfilmung publiziert, arbeiten gemeinsam an einem Drehbuch. Zur Roten soll Ruth Leuwerig werden, eine Ikone des 50er Jahre Kinos. Leuwerig spielte in Die Trapp-Familie, Königin Luise, Auf Wiedersehen, Franziska, Immer wenn der Tag beginnt, Tiger und so weiter. Mit Helmut Keutner hatte sie bis zu Die Rote bereits 3 Filme realisiert: Bildnis einer Unbekannten, Ludwig II. Und Der Traum von Lieschen Müller. Tatsächlich ist es eine Überraschung, dass Leuwerig und Keutner sich für eine neuerliche Zusammenarbeit überhaupt entschließen können. War es 1959 doch zu einem Bruch zwischen Regisseur und Schauspielerin gekommen? Anlass? Die geplante Verfilmung des Lebens von Uferstar Renate Müller. Leuwerig soll die Hauptrolle übernehmen, Keutner die Regie. Doch Leuwerig zeigt sich wenig einverstanden mit seiner Vision. In einem Brief an Produzent Arthur Brauner schreibt sie: Das Politikum sollte Background sein. Nun aber ist das damalige Zeitbild Vordergrund geworden. Und im Background hat man das Schicksal der Schauspielerin zu suchen. Keutner wird ausgewechselt. 1960 verfilmt Gottfried Reinhardt Liebling der Götter unter neuem Drehbuch. Alfred Anders und der Film? Das ist hingegen neu. 1952, bald 40-jährig, debütiert Anders mit der autobiografischen Erzählung Die Kirchen der Freiheit, ein Bericht, welche im Jahr 1919 einsetzt und schließlich mit Anders eigener Fahnenflucht am 6. Juni 1944 schließt. Nach Die Kirchen der Freiheit erscheint 57 der Roman Sansibar oder Der letzte Grund, auch eher ein Text, um die Worte Leuwerigs aufzugreifen, mit Background Nationalsozialismus. Die Rote hingegen, im Stile des Novo Roman verfasst, spielt in der Zeit nach 45. Karl Markus Michel rezensiert die Neuerscheinung 1960 in der Sendung Das Buch der Woche im Hessischen Rundfunk. Er spricht von einer komplizierten Konstruktion, die sehr bewusst sei, sehr akribisch und sehr modern. Für ihn ist Die Rote außerdem ein Erziehungsroman. Denn,
Der Held wird in die Welt geschickt, um ein anderer zu werden. Mit dem Held ist Franziska Lukas gemeint, die zwei Männer in Deutschland, mit welchen sie sowohl beruflich als auch amorös verbunden ist, hinter sich lässt. Sie reist mit einem viel zu teuren Zugfahrticket ins leere, weil winterliche Venedig und wird Teil einer Kriminalgeschichte, einem mörderischen Konflikt zwischen Ex-Gestapo-Mann Kramer, gespielt von Gerd Fröbe, und Patrick O'Malley, Giorgio Albertazzi. Außerdem kreuzt ihr Weg jenen Fabio Crepas, im Film gespielt von Rossano Brazzi. Einem Musiker mit Spanienkämpfer-Vergangenheit entdeckt desillusionierter Linker. Im Roman Die Rote treten die Figuren Franziska und Fabio in dualistischer Weise auf. Anders lässt beide immerfort monologisieren. Ein kunstvoll komponierter Roman, der oft droht, in seine einzelnen Bestandteile auseinanderzufallen, findet Karl Markus Michel. Und ein moralischer dazu. Anders gerät ihm gar zum Neomoralisten, einem artistischen Moralisten. Im Roman wimmelt es vor Läuterungssymbolen. Anders wollte wohl mit einem deutlichen Hieb auf das süße Wirtschaftswunder leben, die moralische Aufrichtung der Heldin durch ihren sozialen Abstieg sanktionieren, von der lasziven Oberschicht ins saubere Proletariermilieu. Doch vom Proletariermilieu ist in Keutners Die Rote indes nicht viel übrig geblieben. Gewissermaßen kommt Keutner Anders sogar zuvor, wenn er das Ende des Romans filmisch anders verarbeitet, als der Roman es vorgegeben hatte, es nämlich offen lässt, eher einen Zirkelschluss andeutet, sich letztlich aber vage hält. Anders, der am Drehbuch beteiligt war, ändert das Ende selbst 72, indem er das letzte Kapitel streicht. Es beinhaltete eine gemeinsame Zukunft Franziskas und Fabios samt Kind in einem Vorort Venedigs. Franziska arbeitet dann in einer Seifenfabrik. Aber das ist nicht die einzige Ebene, die Helmut Keutner in seiner Filmversion nicht antastet. Nach harscher Kritik an seinem vorangegangenen Film Schwarzer Kies verzichtet er in Die Rote auf die Benennung jüdischer Figuren. Sie werden es sehen, im letzten Teil des Films tritt ein Juwelier auf. Im Roman ist es ein jüdischer Juwelier, im Film ist es einfach nur ein Juwelier. Außerdem erfährt Fabio eine Entpolitisierung. Im Film wird er zum apolitischen Historiker, der eine Nachtromane verfasst, und die befürchtete Schwangerschaft Franziskas, die in deren Selbstgesprächen einen großen Raum einnahm, spielt bei Keutner keine Rolle mehr. Hinzugekommen sind dafür die Bilder des Kameramanns Otello Martelli, der bereits für Paisar und Stromboli von Roberto Rossellini sowie Fellinis La Strada und La Dolce Vita die Kamera geführt hat. In Verbindung mit der von Emilia Zanetti komponierten Musik beschwört Keutner eine italienische Linie herauf, die er selbst bewundert. Ebenso wie Alfred Anders, der in seinem Roman im Kapitel Das Meer offen an Michelangelo Antonionis Il Grido anknüpft. Ruth Leuwerig, vom Kritiker Gunter Groll mit den Attributen beherrscht, lebendig und maßvoll intensiv versehen, tritt damit in virtuelle Konkurrenz zu Alida Valli und Betsy Blair. Wie eine Sonde bewegt sie sich durch Venedig, das eine verhangene Durchgangsstation ist, durchwirkt von Rückblenden. Sie schreitet geschmeidig, ist elegant, mondän, bisweilen blasiert, aber verloren. Unerwartete Zurückweisungen bringen die souveräne Maske schnell zum Fall. Franziska Lukas möchte dazugehören, sie sinniert über Milieus und den sozialen Stand, kann sich selbst verorten und dann wieder nicht. Martelli transportiert jenen Zustand mittels Aufnahmen, in denen nur wenige Menschen vorkommen und dafür umso mehr Vögel, Wasser, Nebel, Kanäle in der Dämmerung. Nur selten gelangt Franziska an einen Platz, wo sich die interieurhafte Gestalt Venedigs etwas lichtet oder die Kamera die Höhe sucht und mit ihr auch die Weite. Und auch Fabio ist dann oft nicht fern. Übrigens sprachen Leuwerig und der Darsteller von Fabio, dessen Name gerade entfallen ist, die sprechen beide nicht dieselben Sprachen. Also Ruth Leuwerig spricht Deutsch und er spricht Italienisch. Das ist vielleicht eine ganz interessante Information, da können Sie mal drauf achten, ob man das irgendwie mitkriegt. Modern wirkt indes auch der Ton. Ein Saxophon spielt, verschiedene Tonspuren liegen dicht beieinander, drängeln manchmal um die Vorherrschaft.
Und obwohl Keutner und Anders das Polyphone des Romans, den Dualismus aus Fabius und Franziskas Stimmen, aus dem Drehbuch getilgt haben, laufen im Film ihre Achsen parallel, spiegeln sich einstweilen, bei Abschieden etwa, während es bei Begegnungen zwischen Franziska und Patrick eher zu Überschneidungen kommt. Ein Konfliktpunkt hingegen, wie bereits angedeutet, die Sprache Anders und ihre Überführung in Filmdialoge. Zu geschliffen seien die Sätze, zu künstlich, zu aufgeblasen. Dabei, finde ich, wirken sie heute eigentlich nicht wenig charmant. Dieses Kapriziöse ist irgendwie manchmal auch ganz nett. Zwischen Anders und Keutner hat es wegen der Dialoge freilich Diskussionen gegeben. Sprach sich Keutner für Vereinfachungen aus, plädierte Anders für die Originale. Schließlich ist es jedoch Anders, der sich vom Film distanziert. Was herausgekommen ist, ist natürlich ein ganz fauler Kompromiss. Gewollt hatte er die Verfilmung außerdem um einiges größer. Wunschbesetzung für Kramer, Orson Welles, anstelle Gerd Fröbes, und Montgomery Cliff als Patrick O'Malley. Nach der Premiere in Berlin kommt es 1962 zum Eklat. Versucht sich Produzent Koppe während der Pressekonferenz nach an euphemistischen Worten: "Ich glaube, dass die Zusammenarbeit bei diesem Film so intensiv war, wie ich sie noch nie bei einem Film beobachtet habe", wettert Anders unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung. "Ich finde es nicht richtig, dass von der ersten Antwort an der Versuch gemacht worden ist, den Eindruck eines absoluten monolithischen Blocks von Produktion, Regie und Autorenschaft zu erwecken. Das ist nämlich einfach nicht wahr." Darauf Keutner: "Ich finde es feige, aus einem Boot auszusteigen, das kippelt." Und Ruth Leuwerig weint. Nach Die Rote wirkt sie nur noch in wenigen Kinofilmen mit. Als sich der junge westdeutsche Film Mitte der 60er Jahre emanzipiert, endet ihre Kinokarriere. Ruth Leuwerig ist 40 Jahre alt und sie sagt: "Da war eigentlich keine Rolle mehr, die ich nun gern gespielt hätte." Helmut Keutner bedauert, dass Ruth Leuwerig offenbar die falsche Besetzung für seinen Film gewesen ist. Zu groß das Befremden mit der Roten und ihrem Männerkarussell. Dabei findet er, wenn man sie überhaupt nicht gekannt hätte, hätte damit eine Karriere begonnen. Und jetzt wünsche ich mir, dass Sie sich selber ein Urteil bilden. Danke.